Aus 26 mach 18, Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat den Kader für die Heim-WM, 10. bis 27. Januar, auf 18 Spieler reduziert, überraschend nicht mit in die WM-Vorbereitung nimmt der Bundestrainer die Rückraumspieler Kai Häfner und Philipp Weber. Torwart-Routinier Johannes Witter steht erwartungsgemäß hinter Andreas Wolf und Silvio Heinevetter als dritter Schlussmann nur auf Abruf bei Verletzungen zur Verfügung, nach den beiden letzten Testspielen gegen Tschechien, 4. Januar in Hannover und Argentinien, 6. Januar in Kiel wird Prokop zwei weitere Spieler streichen und den dann finalen 16-köpfigen Kader benennen. twitter.com/dhb-teams/status/1076060985797033986. Jeder im 18er Kader kann stolz sein, nun Anteil daran haben zu können, wie die kommenden Wochen laufen werden. Das Gefühl im Team ist sehr wichtig, sagte Prokop bei einer Pressekonferenz in Berlin. Prokop setzt auf Talente statt Häfner, der die Auswahl des Deutschen Handballbundes DHB beim EM-Triumph 2016 als Nachnominierter im Halbfinalkrimi gegen Norwegen überhaupt erst ins Endspiel geworfen hatte, erhielt der Leipziger Franz Semper im rechten Rückraum den Vorzug. Nach langem Abwägen sehen wir es so, dass Semper der Mannschaft etwas mehr geben kann, begründete Prokop. Wer Kai und seine Vergangenheit kennt, der weiß, dass er keinem etwas Schlimmes wünscht, er aber immer bereit steht, wenn etwas passiert. Der torgefährliche Weber, der in der Handball-Bundesliga für den SCD-HFK Leipzig aufläuft, gab bei der zurückliegenden EM in Kroatien sein Turnierdebüt für die Nationalmannschaft und galt lange als einer der Lieblingsschüler des früheren Leipzig-Trainers Prokop. Drucks und wieder mit im Kader, dennoch verzichtete der 39-Jährige zugunsten von Tim Sutten vom TBV Lemgo Lippe auf den Spielmacher. Semper und Sutten sind damit auch die einzigen zwei Spieler im 18er Aufgebot, die noch kein großes Turnier mit der deutschen A-Nationalmannschaft absolviert haben. Angeführt wird der 18er Kader von Kapitän Uwe Gensheimer von Paris Saint-Germain. Als Ersatzmann auf Linksaußen entschied sich Prokop für Matthias Musche vom SC Magdeburg. Die lange verletzten Berliner Paul Drucks und Fabian Wiede wurden wie erwartet nominiert. Insgesamt gehören 9 Spieler zum Aufgebot, die 2016 sensationell den EM-Titel geholt hatten. Neben dem Auftaktspiel gegen das vereinte Team von Korea, 10. Januar, tritt Deutschland in der WM-Vorrunde in Berlin noch auf Brasilien, 12. Januar, Russland, 14. Januar, Titelfavorit Frankreich, 15. Januar und Serbien, 17. Januar. Die Hauptrundenspiele würde die DHB-Auswahl in Köln austragen. Die Halbfinals werden in Hamburg ausgetragen. DHB-Vizepräsident Bob Hanning sprach von einem sehr ausgewogenen Kader und nannte das Halbfinale in Hamburg als WM-Ziel. Zuerst müssen wir unsere Aufgaben in Berlin erledigen und dann die in Köln. Aber klar muss es das Ziel sein, sportlich erfolgreich nach Hamburg zu reisen, sagte Hanning. Ein Traum wäre es, bei dieser WM ein Auswärtsspiel zu haben. Die Spiele um Gold und Bronze finden in Herning bei Co-Gastgeber Dänemark statt. Der erweiterte 18er Kader der deutschen Handballnationalmannschaft für die WM 2019, Tor Andreas Wolf, THW Kiel, Silvio Heinevetter, Füchse Berlin, Linksaußen, Uwe Gensheimer, Paris St. Germain, Matthias Musche, SC Magdeburg, Rückraum links, Finn Lemke, MT Melsungen, Fabian Böhm, TSV Hannover, Burgdorf, Steffen Feit, Rhein-Neckar Löwen, Paul Drucks, Füchse Berlin, Rückraum Mitte, Martin Strobel, HBW Balingen, Weilstetten, Fabian Wiede, Füchse Berlin, Tim Suten, TBV Lemgo Lippe, Rückraum rechts, Steffen Weinhold, THW Kiel, Franz Semper, SCD-HFK Leipzig, Rechtsaußen, Tobias Reichmann, MT Melsungen, Patrick Grötzki, Rhein-Neckar Löwen, Kreis Patrick Wienscheck, THW Kiel, Hendrik Pekeler, THW Kiel, Yannick Kohlbacher, Rhein-Neckar Löwen.